So, bin schon wieder zurück und ja, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen, ehrlich gesagt. Ich habe echt Angst vor der alten Fotze. Mächtige Kraft. Ebenfalls mächtige Kraft. Mächtige Kraft hält Tür zu. So, hier lagen noch gerade noch Bücher, oder habe ich das falsch gesehen? Na, scheiß drauf. Wo war das? Wo war der Treppenaufgang? Genau hinter mir, ich Idiot. Okay. Oh ja, jetzt geht's wieder los. Renn weg. Es ist nicht Mario, renn weg. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Was zur Hölle? Hat sich das automatisch gemacht jetzt? Ist das sowas wie eine Cutscene? Okay. Jetzt kommt wieder diese Musik, die mich irre macht. Tatami-Räume. Das bedeutet übrigens hier, dass das so leuchtet. Wir sind nicht in Sicherheit. Ich kann jederzeit wieder reingerannt kommen, die Olle. Und das wird. Oh, Scheiße. Bitte nicht. Bleib mal schön hinter der Tür. Don't do it. Wie war das noch? Wie war das noch? Wie war das noch? Die Tür ist verschlossen. Gravur eines Baumes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tatami-Räume. Die Tür ist verschlossen. Eine Tür nur, wo ich hin kann. Und eine Olle, die mich killen will. Bin ich jetzt in der Falle? Baumschlüssel, sehr gut. Eine rote Kordel gebunden ist. Der Geist, den du gerade gesehen hast. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Da kommt sie. Komm, 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 komm. Komm, mach hinne. Im Schrank stecken hilft nicht viel, das weißt du doch. Don't do it. Es macht bloß kein lautes Geräusch. Okay, sie ist erstmal weg. Nicht wirklich. Eigentlich ist sie immer noch da. Man merkt, ich fühle mich unwohl gerade, nicht wahr? So, pass auf.
Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? Da oben. Das Problem ist nur, da brauchen wir eine Puppe. Und ihr wisst ja, wo es die gibt. Genau da. Deswegen hat man uns das vorhin gezeigt. Genau deswegen hat man uns das gezeigt. Shut up, it's not me. It's... Ja, ja. So, hier. Nimm mit die Scheißpuppe. Okay, okay, okay. Shut the fuck up. Laufen, 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 laufen. Okay, okay. So, wir haben jetzt hier nicht viele Versuche für, bis sie hier in den Raum stürmt und uns killt. Deswegen, hoffen wir mal, dass wir es hinkriegen. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Jawohl. Kommt sie bestimmt. Ich kann mich nämlich wieder nicht bewegen. Okay, sie geht automatisch. Nein. Jetzt kommt sie. Halt die Fresse. Ich will nicht bei dir bleiben, Mann. Yay, yeah, kennt ihr das noch hier? Jawohl, das ist die Brücke. Und das bedeutet, wir haben gleich unsere Kamera wieder. Hoffentlich. So, ja, das ist noch gleich. Unsere Kamera war im Untergrund, im Gewölbegang. Wo war nochmal der Eingang dazu? Im Puppenzimmer, nicht wahr? Der ist... hier. Denn wir brauchen ja erst unsere Kamera wieder. Moment, ich habe ein bisschen Angst, deswegen... lese ich gerade nochmal kurz. Bis jetzt alles richtig gemacht? Obwohl, bis jetzt alles richtig gemacht muss ich haben. So. Okay, okay, okay. Also. Verschwunden. Pufferschrank stehen. Das haben wir schon gefunden. Durch den Projektorraum. Puppenraum. Ja. Okay, okay, okay. So. Ja, okay. Also, wir müssen runter, irgendwie, durch den Projektorraum zum Puppenzimmer, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Kamera wiederholen und dann das andere Haus erkunden. Mit Kamera aber diesmal. Und ohne Sai, glaube ich. Ja, das ist echt schön, dass der jetzt hier auftaucht. Macht mir aber gar nichts. Ah, jetzt habe ich wieder auf die scheiß Taste gedrückt. Sorry. Das ist die, dann läuft die nämlich nur geradeaus, die Olle. Ohne Kamera brauchen wir das gar nicht versuchen hier. Mit Kamera allerdings. Gerne. Oh. Hm. Merkwürdig. Ja, was leuchtet denn da so hässlich? Versteckter Geist. Ganz in der Nähe. Ah, ich glaube, ich sehe ihn.
Dachte ich jedenfalls. Ich stehe wahrscheinlich direkt davor, aber... Ich finde ihn nicht. Hallo Geist. Wo bist du? Da ist er. Naja, da ganz an der Seite. Erschlagene. Tja, sucks for you. Ich finde das fies, dass es nicht mal Punkte gibt. Ich meine, da war doch voll schwer zu finden. Okay, jetzt sind wir wieder im Haus. Diesmal aber mit Kamera. Jetzt müsst ihr... Jetzt weiß ich nur nicht, was wir hier alles machen müssen. Und ob Sai uns immer noch hier begegnet oder nicht. Wir werden mal gucken. Falls jetzt gleich wieder die Dorfbewohner kommen, können die uns mal. So. Okay, irgendeinen Geist haben wir jetzt gerade aufgelöst. Wahrscheinlich den, der jetzt das Haus auf und zu macht, oder? Ich weiß es nicht. Können wir da jetzt durch? Okay, die haben also auch einen Filmraum. Das ist nämlich nicht derselbe, wo wir schon mal waren. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass es nicht dasselbe sein kann. Ich meine... Wo sind wir denn jetzt? Im Tachibana-Haus. Ja, ja, hier sind wir. Okay, okay. Alles schön und gut. Gang der Kontraste. Ich wette, da hätten wir weitergehen müssen. Wir müssen, glaube ich, einfach nämlich nur raus. Was soll's? Verschlossen. Nicht gut. Wo geht's hier lang? Filmrolle 6. Ah, ich habe keinen Bock mehr, diese ganzen Filmrollen anzusehen. Das ist nicht wirklich wichtig für die Story, weil die Story am Ende fast vollkommen gezeigt wird. Diese Loch... Brunnen sein könnte. Kalte Luft und Geräusch des Windes kommt aus dem Brunnen. Ja, die Japaner und ihre Brunnen, ne? So, ich weiß nicht, ob Sai da oben wartet. Aber wir können es ja mal... Wir können ja mal gucken. Yay, Film gefunden. Obwohl wir fast vollständig 99 Filme davon hatten. Egal. Jetzt können wir hier ja... Da liegt ja wieder was. Zero. Erhöht Schadenrückstoß. Benötigt spirituelle Energie 3. Upgrade höherer Schaden. Verursacht stärkeren Schaden als normal und selbst. Und erlaubt Rückstoß. Wirft Gegner wird Geister zurück. Selbst wenn kein Schnappschuss gelingt. Scheiße. Verbraucht viel spirituelle Energie. Verursacht aber höheren Schaden als Stoß. Ja, dann bin ich, ärgere ich mich natürlich jetzt, dass ich das aufgerüstet habe. Verfickt! So, ich erhielt einen Brief von Herrn Makabe, in dem stand, dass ich das Dorf verlassen und vor ihm heimkehren sollte. Jan Saar brachte mir den Brief. Sie sagten mir, dass Außenseiter nicht bleiben dürfen, da das Fest bald stattfindet. Makabe hat eine spezielle Erlaubnis. Ich flüsterte Jae zu, dass ich sie am Tag der Zeremonie beide holen würde. Jae schreckte kurz auf, tat dann so, als ob sie mich nicht gehört hätte und ging dann. Vielleicht wollen sie das Dorf noch vor der Zeremonie verlassen. Das müsste heißen, dass Izuki noch irgendwo im Dorf ist. Ja, der wurde gefangen gehalten, das wüsste doch. Wüsste doch schon. Ja, schade, ne? Jetzt habe ich hier Stoß und so und wirklich viele Punkte für die Kamera habe ich momentan nämlich nicht. Naja, wir können ja... Können ja trotzdem hier Geisterkugeln reinmachen. Und wenn wir genug Punkte haben.
aktivieren wir das und gucken einfach mal, wie viel Schaden das macht. Also es scheint auf jeden Fall keine Sahe mehr anwesend zu sein. Was ich sehr beruhigend finde. Was verschlossen, kann doch nicht wahr sein. Hier liegt doch was. Heiliges Wasser, jawohl. Ich wusste, dass es noch lohnt, sich hier oben umzugucken. Alleine schon wegen der Linse, die wir gerade gefunden haben. Noch lasse ich aber Stoß ausgerüstet, weil die ja noch zu schwach ist. Verschlossen, sehr gut. Dann haben wir hier oben alles, ne? Ich meine ja. Hier war ja nichts mehr drin. Gut. So, mal eben auf die Karte gucken. Projektorraum. Und die war auch verschlossen, nicht wahr? Ja, okay. Nützt alles nichts. Und wie der Projektor einfach aufhört zu rattern, wenn man sobald man die Tür aufmacht. Okay, wir sind da. Dort sind wir rausgekommen. Das ist der Gang der Kontraste und hier spüre ich einen Geist. Hier. Die Tür hier. Jetzt habe ich wahrscheinlich damit die Tür da hinten entriegelt, sage ich mal. Was ist denn das für eine Tür? Ich höre Geräusche, aber ich sehe nichts. In der halb geöffneten Schublade ist nichts. Ja, das ist schade. Was ist das denn? Irgendwie, weiß nicht. Da ist doch was drin, ich sehe doch was leuchten. Spiegelstein, ach so, okay. Da liegt noch was. Popobuch 3. Izuki gab mir den Schlüssel für sein Zimmer. Er sagte, ich dürfte niemanden hineinlassen. Er sagte, wenn sein Freund kommt, soll ich ihm den Schlüssel geben. Ich bin froh, dass er mir so eine wichtige Aufgabe gab. Izukis Freund kam in das Haus. Ich habe mich aus Angst versteckt. Ich gab ihm den Schlüssel nicht. Muss man hier noch irgendwas machen? Ich glaube, das ist nur ein Raum für das Buch, dass man ein bisschen auf dem neuesten Stand bleibt. Vielleicht ist hier noch was drin. Nö. Ja, es erscheint mir nämlich so, dass das, dass dieses Haus hier eine exakte Kopie des Haus ist, weil die auch die Räume sehen ähnlich aus. Es gibt auch einen Gang der Kontraste. Es gibt ebenfalls einen Projektorraum. Ich spüre schon wieder eine Geisterpräsenz. Somewhere close. Ja, hier war ich ja schon, ne? Hier habe ich ja schon alles untersucht. Hier ist doch irgendwo was. Nur wo? Hier. Ah, noch so ein Geist. Meine Güte. Das Haus ist aber gut versiegelt. So. Jetzt ist die Frage, wo können wir noch überall hin? Die Tür habe ich doch gerade aufgemacht, ne? Oben haben wir alles geguckt. Lagerraum, ja, waren wir, glaube ich, Gang der Kontraste. So, hier waren wir noch nicht drin. Ja, Zwillingszimmer, seht ihr? Das ist irgendwie, kommt mir das bekannt vor. Gut, dann gehen wir da gleich noch rein. Und sonst, glaube ich, können wir hier wieder raus. Weil mir würde sonst nichts einfallen. Okay, ein großer leerer Raum. Und wir haben das Uhrenzimmer mit der Treppe, die nach oben führt. Ja, es ist eine exakte Kopie. Ist hier auch ein Stein drin? Nö. Aber da liegt was.
Heiliges Wasser und meine Uhr sagt, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viel ich aufgenommen habe. Ob ich jetzt noch einen Part mache oder nicht. Das war jetzt Part 5. Yep, das heißt, einer kommt noch. Also, guckt in 2 Stunden wieder vorbei und dann wird der Part hochgeladen sein. Bis dann.